Wieso habt ihr eigentlich, also Visit Unreal fragt, wieso habt ihr einen Mindestbestellwert bei Shisha Lama? Sehr schade nebenbei. Wir haben uns gedacht, lieber sind wir im Versand sehr, sehr, sehr billig und haben dafür einen Mindestbestellwert. Das Ding ist auch, wir haben einfach im Moment, wir sind ja jetzt ein relativ neuer Shop, ja. Stell dir vor, wir wissen ja, ich weiß ja, wie viel Potenzial dahinter steckt, dass viele Leute auch gerne meine Produkte kaufen. Und wir haben einfach im Moment nicht die Ressourcen in dem Lager, wo wir im Moment sind, haben wir nicht die Ressourcen am Tag 3000 Bestellungen rauszugehen, ja. Und deswegen, Alter, diese scheiß Kohlen, so, die MT eigentlich gar nicht vorhanden muss, aber ich muss trotzdem aufstoßen. Naja, wir haben gar nicht die Ressourcen dafür und um dann irgendwie, wenn jemand einpackt, dann, ihr müsst euch ja mal vorstellen, 25 € sind ungefähr, ich weiß gar nicht, so, sieben Packungen Tabak. Stellt euch vor, eine Bestellung ist sieben Packungen Tabak und sieben Bestellungen ist eine Packung Tabak. Dementsprechend, mal schauen, vielleicht können wir das verändern in der Zukunft, wie ihr das wollt, aber wir fahren eigentlich mit dem Mindestbestellwert ganz gut und es ist halt für uns einfach einfacher, das irgendwie zu managen, sage ich mal, ja. So, wann kommen endlich die leuchtenden Fusions? Kein Kommentar, bald, vielleicht auch gar nicht, wer weiß. Wie geht ihr bei der Einführung eines neuen Produktes vor? Das hat man auch sehr oft gesehen. Ich denke, jetzt, wenn bald der Grundtabak kommt, werdet ihr das auch wieder sehen. Wir werden eine Testphase machen. Wir werden vor allem auch die Benutzer fragen, wie findet ihr den Tabak? Was haltet ihr davon? Ja, das ist uns ganz wichtig und das macht irgendwie kein Hersteller. Ich kann es nicht verstehen. Wir sind der einzige Hersteller, der das macht und einfach mal auch die Community fragt. Das finde ich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und das müsst ihr auch auf jeden Fall auch dann noch sehen, wie wir das Ganze dann umsetzen. So. DOP 312, DOP 312 fragt, wollte mal wissen, ob SK noch irgendwas in Richtung Edelshishas geht. Ja, Leute, darüber kann ich euch, verrate ich euch noch nichts, aber jeder, der sich mal das überlegt und sich überlegt, okay, SK hat Tabak, SK hat Köpfe, SK hat schöne Schläuche und die Shishas, ja, waren ganz gut, ein bisschen billig, ne, 30 €, ein bisschen klein oder irgendwas halt, ja. Jeder, der sich das überlegt, der weiß ganz genau, da muss ja noch irgendwas kommen. Ne? Irgendwo hat der Hamster immer noch irgendeine Überraschung parat. Und so verbleiben wir einfach mal. Rattenmann Shisha hat gefragt, kannst du noch einmal ein paar Kochvideos machen? Natürlich kann ich ein paar Kochvideos machen. Ja, der Taco-Auflauf war ein schönes Ding. Mal gucken. Es gibt vielleicht demnächst mal wieder ein Kochvideo. Ich muss mal meine Freundin fragen, ob die da Lust drauf hat. Und dann machen wir das mal wieder auf jeden Fall. Rock Music Freak fragt, mich würde es mal interessieren, ob du mit der NPS oder der Shisha MG zufrieden warst. Beziehungsweise welche du empfehlen könntest. Ich habe auch damals schon im Video, in dem Review gesagt, Leute, das ist viel Geld, 150 €, das ist sehr viel Geld. Und das Ding ist, für den Rauchgenuss, also für das Shisha-Rauchen an sich, spielt die Wasserpfeife, also wirklich das Tauchrohr, ach, das Tauchrohr sage ich schon, das Tauchrohr, die Rauchsäule und die Bowl, also wirklich nur die Wasserpfeife, spielt sehr, sehr wenig, spielt nur eine untergeordnete Rolle, sage ich mal. Denn im Endeffekt kommt es auf den Kopf an, es kommt auf den Kopfbau an, also das Setup, und auf den Tabak. Denn nur dadurch entsteht der Rauch. Und durch was der Rauch im Endeffekt durchgeht, ob er jetzt durch eine Aladdin-Shisha geht oder durch eine NPS, das macht an sich keinen Unterschied. Die Shishas unterscheiden sich eben nur Verarbeitung und Durchzug. Und da muss ich ganz klar sagen, bei der NPS und bei der Shisha MG für 150 € ist es das definitiv nicht wert. Das habe ich auch damals im Video schon gesagt. Es sind tolle Pfeifen, es ist das High-End, wer den Ultra-Durchzug will, der muss sich das unbedingt holen. Aber ich sehe es so, Leute, der Durchzug ist extrem bei der NPS. Ich habe sie neben hingestellt irgendwann, weil ich echt keine Lust mehr drauf hatte. Das ist Geschmackssache, aber 150 € sind sehr viel. Und ich würde sagen, wenn du mich direkt fragst, war ich zufrieden? Dann würde ich sagen, klar war ich zufrieden, ich habe ja nichts bezahlt dafür, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis ist doch schon sehr, sehr niedrig angesiedelt. Da gibt es auch Pfeifen für 50, 60, 70 €, die genau das Gleiche können, vielleicht nicht den mega geilen Superdurchzug haben, aber trotzdem im Endeffekt genau dasselbe rauskommen. Da können wir noch lang drüber diskutieren, aber hier mache ich einfach mal Cut. Flammen-Tannenbaum und XVXT1 MXVX hat gefragt, wann kommt endlich der Rohtabak raus, der SK-Rohtabak, er ist in Produktion. Ja, und wann kommt er raus? Bald. Ihr wisst es genau. Andy Bandy hat gefragt, was hältst du eigentlich vom Crystal Tube? Ja, der Crystal Tube. Der Crystal Tube wurde mir nicht zugeschickt. Ich habe keinen bekommen. Ich durfte keinen testen. Ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass der Plastikgeschmack sehr, sehr enorm sein soll mit dem Schlauch. Ich kann es euch nicht bestätigen. Wie gesagt, ich habe ihn noch nicht geraucht. Ich fand es sehr schade, dass die Jungs nicht mit uns zusammen das Glas gemacht haben, denn bald, wenn wir das gleiche Glas benutzen wie die deutschen Fabriken, dann braucht man die teure deutsche Arbeit eigentlich nicht mehr. Und vor allem,
Bei so einem Schlauch ist es halt immer so eine Sache. Ne? Dann kostet er halt jetzt 35 Euro. Aber mit unserem Glas hätte der vielleicht ein bisschen weniger gekostet. Ja? Aber gut, das ist Geschmackssache und die Jungs haben das entschieden. Und vielleicht kriege ich ja irgendwann nochmal ein Crystal Tube, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe bisher nicht so viel Positives gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das kann man vielleicht auch mal dann selbst testen. Ihr habt ja meine Adresse. Liebe Grüße an Finn und Master in dem Sinne. Momo Eiswagen fragt, dein lieblingsdeutscher Tabak bzw. beste deutsche Tabakmarke und dieser riesen Kohleteller, gibt es den in eurem Shop? Wann? Welcher Preis wird er haben? Den riesen Kohleteller gibt es bei uns im Shop, definitiv. Falls er mal nicht drin ist, ist er gerade ausverkauft. Wir organisieren im Moment auch noch die Kohleteller direkt mit Loch auszuliefern. Also ihr kennt die Kohleteller, ne? Ich meine diesen Kohleteller hier. Und ja, den gibt es bei uns im Shop. Einfach mal reinklicken. Falls ihn nicht gibt, ist er ausverkauft. Und wie gesagt, wir kümmern uns darum, dass die Dinger mit Loch auch noch reinkommen. Und was der beste deutsche Tabak ist, ist einfach Geschmackssache. Ja, es gibt keinen besten Tabak. Es gibt nie einen besten Tabak. Und es gibt bei jedem Tabakhersteller Sorten, wo ich sagen muss, okay, die finde ich nicht so gut. Aber da kann man wieder ganz viel erörtern. Und da muss ich eigentlich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ja, Inkiki9 hat gefragt, in wie vielen Jahren hast du angefangen, dich ernsthaft mit dem Thema Shisha auseinanderzusetzen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß ganz genau, ich habe mit Ende 15, Anfang 16 Jahren angefangen, habe mich dann ungefähr mit 17 Jahren im Shisha-Forum angemeldet und war da aktiv, habe dort viel gelernt, viel mitgewirkt, bis dann irgendwann mein Blog kam, bis ich auf die Idee gekommen bin, Shisha-Videos zu machen. Dann haben auf einmal ganz viele andere Leute auch Shisha-Videos gemacht und dann kam Shisha King irgendwann und dann ja, jetzt sind wir heute hier, würde ich sagen. Ich bin hier krank in meinem Zimmer. Und ja, so ist das dazu gekommen. Also ich denke, mit 16, 17 Jahren habe ich mich wirklich damit angefangen zu beschäftigen. Und dann mit Mitte 17, Ende 18 habe ich dann wirklich angefangen, auch regelmäßig zu rauchen und hier auch in meinem Zimmer. Und da ging es dann richtig los, ja. Bock 23. Naja, der Bock 23, das muss ich auch noch mit reinnehmen. Er hat mich gefragt, der Bock 23 hat mich gefragt, warum sind deine Videos so lange? Ja, mein Freund, warum kannst du kein Deutsch? Ja, könnte ich dich auch fragen. Lange, wahrscheinlich länger oder lang, ich weiß nicht, was du meinst, keine Ahnung. Bock 23, du bist der Held des Tages für mich. Musste ich unbedingt mit reinnehmen, weil ich wollte dich auch mal dissen. Ja. Lass mich doch auch mal Leute dissen, ganz im Ernst. Nee, Quatsch. Also, warum sind meine Videos so lange? Ich weiß nicht, wenn ihr mir auf dieses kurze Zeug steht, dann schaut doch einfach jemand anderen. Mir macht es einfach Spaß, diese Videos, Leute. Und ganz im Ernst, wenn ihr auf kurze Videos steht, dann schaut euch irgendwelche Videos von sonst wem an. Ja. Bei mir gibt es immer ein bisschen längere Videos und ich versuche auch ein bisschen euch zu unterhalten. Ich versuche ein bisschen daran an der Sache auch Spaß zu haben und nicht nur euer Diener zu sein mit den Videos. Und deswegen sind die eben manchmal ein bisschen länger. Kann man nichts machen. BNY007 hat gefragt, das ist eine gute Frage übrigens, hattest du mal lange Haare? Nein, ich hatte noch nie lange Haare, glaube ich, in meinem Leben. Doch, als Kind. Ich hatte als Kind so eine Topf-Frisur. Kennt ihr die Topf-Frisur? So quasi Topf, also lange Haare, Topf aufgesetzt und dann hier rund abgeschnitten. Und dann hatte ich hier so einen Pilz quasi. Ja. Das war geil. Aber das zeige ich euch jetzt nicht. Ja. Das muss jetzt nicht sein. Nee, ich hatte noch nie lange Haare. Ich hatte mal 3 mm bei dem Shisha Crew Dessau-Video. Und das sah ziemlich asozial aus. Und da sah ich aus wie ein Nazi. Und das kann ja auch nicht sein. Und deswegen habe ich jetzt immer 12 mm und fertig. Ich habe einfach ganz seltsame Haare, die kräuseln sich ganz komisch und deswegen immer kurz einfach. 12 mm stressfrei, passt ja, wunderbar. Ja, und das war's von mir, Leute. 24 Minuten aufgenommen, mein lieber Mann. Ich hoffe, es hat euch nicht gelangweilt. Ich werde jetzt noch genüsslich meinen Tee weiter trinken und noch ein bisschen bei uns im Forum gucken und noch ein bisschen chillen. Ich hoffe, meine Ohrenschmerzen hören bald auf und mal schauen, wie es morgen geht. Ich melde mich auf jeden Fall morgen wieder. Ich wünsche euch einen schönen Abend in diesem Sinne. Macht euch eine Pfeife an. Ich mache mir heute keine Pfeifen mehr an wahrscheinlich. Eine Kerze ist auch was ganz Schönes für das Flair. Wenn ich meine Bildschirme ausschalte, dann ist es auch ein bisschen angenehmer. Dann werde ich hier nicht so verstrahlt quasi. Macht euch einen Tee oder irgendwas. Ja, zu einer Shisha ein Tee ist auch immer super. Wie auch immer, viel Spaß. Macht's gut, Leute. Schlaf gut. Ciao.